Hallihallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Edna. Wir haben in der letzten Folge festgestellt, durch diese Türe kommen wir nicht hindurch. Das heißt, wir gehen jetzt als erstes mal hier runter. Und ja, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Das ist jetzt das Problem. Wir benötigen jetzt einen Schlüssel. Nur wo bekommen wir den Schlüssel her? Also ich gehe davon aus, dass wir einen Schlüssel bekommen. Deswegen gehen wir jetzt nochmal hier hin und schauen wir jetzt dann nochmal, ob wir hier jetzt irgendwo was finden. Ich würde sagen, wir fangen einfach nochmal ganz von Anfang an und wuseln uns jetzt mal bis zum Schuppen durch und schauen einfach nochmal in jeden Screen, ob wir irgendwas übersehen haben. Was anderes fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Also hier haben wir nichts übersehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, wir schauen mal weiter. Veranda, Tisch, Stuhl, das sind alles Dinge, die wahrscheinlich uns nicht viel bringen werden. Hier hat Mattis früher oft gesessen. Okay, interessant. Nee, das ist wohl nicht das, was wir benötigen. Moment, den Schuppen haben wir fast. Den Schuppen, bläh, Wurm. Fenster, Schuppentür, da haben wir sonst nicht viel. Dann schauen wir jetzt nochmal hier rein. Schauen jetzt nochmal. Die Handschuhe, vielleicht können wir die irgendwie mitnehmen. Ich gehe ja nicht davon aus. Die sind nur für Haben wir ja Leute, die schon. sich ungern die Hände schmutzig machen. Stimmt, das hatten wir uns schon, haben wir schon versucht. Jetzt schauen wir mal, was Harvey so. Erinnerst du dich an diese Handschuhe, Harvey? Na klar. Einmal haben wir darin Nacktschnecken gesammelt. Am nächsten Tag wollte Mattes die Hecke schneiden. Stattdessen sperrte er sich den ganzen Tag im Badezimmer ein. Ja, kein Wunder. Gut, Erinnert dich dieses Rad an etwas, Harvey? ja, an viele schöne Radtouren und an die allherbstliche Nacktschneckenjagd. okay, denn ich vermute mal, ich habe ja gehört, dass es drei Tempomorph-Szenen Guck gibt. mal, Harvey, der alte Rasenmäher. Yippie! Ach, das Yes. hatten wir schon. Dass es drei Tempomorph-Szenen gibt, habe ich mir sagen lassen. Und von daher werden wir wohl irgendwo noch mit Tempomorphen müssen. Nur wo, ist die Frage. Und deswegen muss ich ja jetzt fast wirklich mal hier überall durchgehen und schauen, was wir hier rausfinden. Nur die Frage ist ja, was ist es, was uns dann zum Sieh mal, Tempomorphen Harvey, bewegt? der alte Ofen. Darin hast du immer Alfreds Schuhe getrocknet. Er musste den ganzen Weg nach Hause ohne Sohlen laufen. Oh, schön. Tücher, Marmelade, och, wei, oh, wei, oh, wei. Es wird schwierig werden. Oh, guck mal, Edna. Lass doch den Müll da in Ruhe. Wir haben Wichtigeres zu tun. Ja, Edna, wir wollen die Lösung für das Spiel Oh, finden. guck mal, Edna. Lass doch den Müll. Okay, dann brauchen wir die anderen Sachen gar nicht erst versuchen. Hier waren wir schon überall. Warum ist das Spiel jetzt im Moment gerade wieder so schwierig geworden? Da haben wir auch schon alles. Der Tisch vielleicht noch. Erinnerst du dich noch an diesen Tisch, Harvey? Hier haben wir gegessen, gepuzzelt und mit Alfred spanische Inquisition gespielt. Ich frage mich, ob die Fußnägel je nachgewachsen sind. Oh. Was habt ihr mit diesem Jungen angestellt? Die Mäntel fällt mir auf, die habe ich noch nicht angeschaut. Mattis Mantel war schon damals zerlumpt. Okay, also auch nicht. Was sagst du, Harvey? Guck mal, Harvey. Mattis Mäntel. Wenn Herr Mantel die sehen würde, bekäme er einen Herzstillstand. Ja, wahrscheinlich. Nee, ich will jetzt weiterkommen. Dann müssen wir wieder da rein. Und dann schauen wir mal, was Harvey zu diesem ganzen Ding zu sagen hat. Weißt du, wann dieses Foto gemacht wurde, Harvey? Ich glaube, ich war nicht dabei. Okay, dann konnte sie da wohl auch Sieh noch nicht mal, Harvey. sprechen. Mattis Bett. Er ist nicht da. Wir können eine Kissenschlacht machen. Och, Harvey. Harvey. Mattis kommt nie wieder. Yippie! Dann haben wir sogar Zeit für zwei. Oh, Harvey. Was soll denn das? Hör doch auf. Erinnert dich dieser Tisch an etwas, Harvey? Ja, an Hausaufgaben. Müll. Stuhl vielleicht? Willst du dich einen Augenblick hinsetzen, Harvey? Nicht nötig. Wir sind ja fast am Ziel. Außerdem Danke. werde ich ja die ganze Zeit getragen.
Jetzt habe ich noch eine kleine Vermutung, aber da müssen wir jetzt erstmal raufgehen. Und zwar der Blumenstock. Vielleicht hat da Edna ihren Schlüssel versteckt. Erinnerst du dich an diese Vase, Harvey? Na klar, da haben wir immer unsere Kaugummis versteckt. Okay, vielleicht können wir die zerhauen. Da muss niemand mehr nachhelfen. Sie ist im Pflanzenhimmel. Okay, also nicht. Gut, dann müssen wir doch noch mal runter. Dann müssen die anderen Räume irgendeine Lösung für uns beherbergen. Nochmal vielleicht ein Schulzimmer. Wir haben die Tafel, wir haben den Stuhl, wir haben den Globus. Vielleicht haben wir hier noch mal Die eine ganze Welt auf einer Tropomorph-Sequenz. Bowlingkugel. Dann schauen wir hier noch mal. Aus welchem Land kommen wir eigentlich? Schwer zu sagen. In Erdkunde haben wir immer Alfred mit Spuckekugeln geärgert. Also Peru. Was? Bäh. Wegen der Lamas. Ach, Menno, das Fenster vielleicht. Das sieht nicht so grottig aus wie all die anderen. Moment mal. Da draußen ist ja nur Wald. Okay, du hast dir aber was Da anderes draußen ist vorgestellt. alles ruhig. Lass uns dein Zimmer. Nee, aber das Zimmer bringt uns jetzt im Moment nichts, Harvey. Erinnerst du dich an diesen Schrank, Harvey? Ich kann immer noch nicht glauben, was dir diese Verbrecher angetan haben. Okay, den Tisch, den Stuhl, den Flur, die Tafel vielleicht, die hätten wir auch noch. Weißt du noch, wie wir gelernt haben, Unterschriften zu fälschen? Hatte es etwas mit Raketen und Riesenspargel zu tun? Nein. Ja, dann weiß ich es noch. Oh, Harvey. Oh, Harvey, du bist so schrecklich. Jetzt haben wir nur noch das Bad. Wir haben Spiegel, Waschbecken, Wanne und Hahn. Wanne Willst vielleicht. du baden, Harvey? Ich Nee, das hatten wir ich schon. erinnere mich. Das hatten wir schon. Spiegel vielleicht. Guck mal, Harvey, das bist du. Aber ich dachte immer, ich sei ein Wolf. Nee, aber nicht Soll ich wirklich. dich waschen, Harvey? Was? Ja, das gibt's ja nicht. Dann müssen wir wohl oben weiter knobeln. Die Tür müssen wir ja irgendwie aufbekommen. Die Schere wird uns hier nicht weiterhelfen. Das gibt's doch nicht. Hast du gesehen, wie ich den Schlüssel... Es war... Wir könnten vielleicht das mal mit Harvey Guck mal, verbinden. Harvey, ich habe den Schlüssel abgebrochen. Wie ungeschickt. Jetzt kommen wir auch nicht mehr in dein Zimmer. Ach so. Kann man den vielleicht irgendwie reparieren? Die Scherben sind bereits gebrannt. Ich bräuchte eher eine Möglichkeit, diesen Prozess rückgängig zu machen. Hä? Früher durfte ich damit nie spielen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob es mir Spaß machen würde. Na klar, wir können endlich Alfreds Ameisenfarm ausräuchern. Alfred ist tot, Harvey. Wie lange leben Ameisen? Och, Harvey, du bist mir auch nicht gerade eine Hilfe, wenn ich jetzt da nicht weiß, wie es weitergehen soll. Nein, Oh. er hat nur noch die beiden Zähne. Ja, Edna, das wollte ich auch nicht machen. Was ist? Warum zögerst du? Mach schon. Einen Karlauer zum Thema Harvey vergraben. Edna? Mach mir keine Angst. Denkst doch nicht wirklich darüber nach. Edna! Was? Oh. Nein. Nein, natürlich nicht. Ich glaub's dir sofort, Edna. Es gibt's ja nicht. Habe, hilf mir jetzt da, die Tür müssen wir aufbekommen. Ist das hier die Tür? Ja, ich kann es kaum. Müssen wir sie mal anschauen. Diese Tür wurde lange nicht benutzt. Okay. Benutzen können wir sie ja nicht. Zu. Mit dir reden wird nicht viel Nicht bringen. gleich mit der Tür ins Haus fallen. Vermute ich mal. Klopf, klopf. Glaubst du etwa, ich falle darauf herein, Edna? Das gibt's doch nicht. Was ist mit dem Mein Vater Feuerzeug? hat mir früh. Allerdings erst. Hast du mir nicht gesagt? Das gibt's doch nicht. Vielleicht. Können wir das vielleicht mit irgendwas kombinieren?
Wollen wir ein Feuer legen? Schon gut, ich wollte dich doch nur aufheitern. Weiß ich doch, Kumpel. Wir haben hier nichts. Das war mein alter Stuhl. Das war dein alter Stuhl. War der nicht immer... benutzen. Vielleicht kann man da irgendwas... Meine Hausaufgaben sind so... Nee. Ach, come on. Jetzt wird's nervig. Kann man den Schrank benutzen? Nein! Ich meine... Nein. Ich muss den Schlüssel irgendwie reparieren. Das gibt's ja auch nicht. Ah! Jetzt! Sie gehört auf das... Ja, ist schon klar, Edna, aber jetzt habe ich's verstanden. Ich zünde sie für Mattes an. Genau. Später. Nee, jetzt. Jetzt! Edna! Jetzt! Mattes Sachen lasse ich lieber in Ruhe. Nein, Edna, ich will Wachs und Feuer und Schlüssel reparieren. Jetzt komm, sofort. Mattes hat mir verboten zu zündeln. Egal. Aber Mattes ist nicht hier. Jetzt komm schon. Erinnert dich diese Kerze an etwas, Harvey? Nur daran, dass ich langsam müde werde. Ich weiß. Es war ein aufregender Tag, kleiner Kumpel. Mensch, die Idee war so super. Dann zünd ich halt die Feder an, ist doch mir wurscht. Mattes Sachen lasse ich lieber in Ruhe. Das gibt's doch. Das war die Schreibfeder meines Vaters. Ach, Matt. Das gibt's doch nicht! Hier in seinem Arbeitszimmer steht sie genau richtig. Ich lasse lieber alles so, wie es war. Das gibt's doch nicht. Vielleicht dann. Ich habe es meinem Vater geschenkt. Und es sollte auch bei ihm bleiben. Da ist er aber nicht mehr, Edna. Das ist Mattes, als ich noch ganz. Das ist Mattes Bett. Edna, dann nimm doch dieses bescheuerte Wachs endlich. Da, mit der Schaufel, wenn ich Mattes Sachen lasse ich lieber in Ruhe. Das gibt's doch nicht. Es war doch so eine gute Idee von mir. Oh. Warum komme ich nicht mehr weiter? Ich will meine Zerstörungswut. Oh ja! Lass uns ein paar Löcher in die Leinwand schneiden. Ja, mach. Bitte nicht. Alles soll so bleiben wie früher. Ja, das wären auch Kerzen. Au ja. Ach, Harvey. Das gibt's doch nicht. Alles ist kaputt. Edna, weinst du etwa? Nein. Das muss doch irgendwie möglich sein. Das gibt's doch nicht. Jetzt wird's echt nervig. Vielleicht ist was in der Spüle. Hier habe ich immer Popelweitschnipsen gespielt. Ja, schön für dich, Edna, aber das war jetzt eigentlich nicht die Information, die ich haben wollte. Diese Pilzsuppe ist das Tor zu einer fremden, bizarren Welt. Ich gehe später hindurch. Na, Edna, das bringt mir auch nichts. Was hat sie da gesagt? Die Scherben sind bereits gebrannt. Ich bräuchte eher eine Möglichkeit, diesen Prozess rückgängig zu machen. Das will ich ja machen. Früher durfte ich damit nie spielen. Und jetzt weiß ich... Nack, als das hatten wir auch schon. Wie? Jetzt wird's nervig. Pass auf, Clawhand! Firebolt plant seine Dragon Breath Attacke! Ha! Firebolt hat doch gar keine Chance gegen Clawhand! Ach ja, und wie will er die Dragon Breath Attacke parieren? Mit dem Electric Crab Shell Shield wohl? Ha, das wollen wir doch mal sehen. Verflucht, der Crab Shell Shield hält stand. Rückzug, Firebolt, zurück in den Volcano Cave. Ach, Edna, du bist nicht sehr hilfreich. Mensch! Dann müssen wir wohl in der nächsten Folge weiter versuchen, wenn ich jetzt hier nicht allmählich irgendwas finde. Können wir hier nochmal schauen. Vielleicht ist in den Karton ein alter, drin. Langweiliger Karton. Und ist da vielleicht was drinnen? Meine Sachen sind bei mir besser aufgehoben.
Vielleicht können wir die Marmelade benutzen als Wozu? Klebedingsi. Um die Autobahn zu teeren? Nee, um den Schlüssel zu verkleben. Das Zeug hier im Regal ist live genauso nutzlos wie in der Rückblende. Sicher, Edna. Das Zeug hier im Regal ist live. Wie ging das noch gleich richtig? Ich brauch doch irgendwas. Feuer? Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. Juhu, und jetzt ist da? Wie ging das noch gleich richtig? Ach so, ach so. Ich brauch doch. Ja, aber das macht jetzt Nein, wenig Sinn. So würde das gar nichts bringen. Ich werde den Schlüssel noch nicht bestatten. Zumindest solange ich noch nicht alle Reanimationsmöglichkeiten ausgeschöpft habe. Ja, sehr schön. Vielleicht den Topf erst da rein. Da ist nichts zum Einschmelzen im Topf. Okay, dann machen wir uns wohl wieder auf die Suche nach Lehm, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, nicht schon wieder. Aber vorher. Okay, vielleicht hilft das ja weiter. Probieren wir es einfach nochmal aus. Und jetzt schauen wir mal. Vielleicht hilft es ja jetzt. Machen wir das da rein. So leid es mir tut. Ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. Okay, dann nehmen wir ihn wieder raus. Kinder, das Gold ist fertig. Und dann gehe ich mir davon aus, dass uns das nichts bringt. So kann ich den nicht reparieren. Heißt, ich brauche wieder irgendwas Lehmiges. Vermute ich. Okay. Ich bin schon mal einen Schritt weiter gekommen. Ich bin so froh, Leute. Ich sag's euch. Aber das nächste Stückchen, das machen wir in der nächsten Folge. Hoffentlich wird's da nicht so zäh wie diesmal. Weil das hat mir jetzt fast ein bisschen zu lange gedauert. Aber ich sag trotzdem trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.